Okay, wir sind dann wohl ohnmächtig geworden. Und schon wieder so eine verkehrte Welt hier drin, ne? Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this. Okay, wir haben ein Auge in einem Einmachglas. Und eine Toilette an der Decke. Okay. Ist das die letzte Szene? Okay. Ich dachte schon, das wäre das Ende gewesen. Weil wir wieder bei der Staffelei waren. Hier haben wir ein Damebrett, aber nur schwarze Steine. Okay, was haben wir denn hier? Eine Lampe, ein Elchkopf. Ah ja, es fehlen schon wieder Steine. Okay. Kann ich jetzt hier spielen, oder? Zwei Steine fehlen schon wieder. Guck mal, ob ich die ergänzen muss. Oh, da gab es einen kurzen Hänger. So. Das ist das Kinderzimmer. So, da war ein Damestein. Bürste. So, das Kinderbett. Mit einer Riesenratte. Okay, da ist nichts. Da ist auch nichts. Wir müssen noch einen Damestein finden. Daddy, Daddy. Puppenhaus. Okay. Was zum Geier? Grammophon aus unserem Schlafzimmer. Eine Haarbürstenvervielfältigungsmaschine. Ich denke mal, ich muss wieder so eine Spielfigur, also so einen Damestein finden. Ich weiß aber nicht wo.
hänge ich hier fest. So, an dem Grammophon kann ich nichts anklicken. Auch nicht auf der anderen Seite. Und dann gehe ich nochmal hier drüben her. Jo. Wie geht es hier weiter? Es muss doch hier drüben irgendwas geben. Immer nach oben gucken. So. Okay, wo sind wir jetzt? In einem dunklen Raum. Was zum Geier passiert hier? Wir haben immer noch das Glas mit dem Auge. Okay, so, Kinderzimmer, dieser Raum ist neu, da geht's hoch, Treppe nach oben, ich gehe mal vorher hier nochmal in dieses Badezimmer rein. Hallo? Nun gut. Da kann ich nicht reingucken. Bin ich auch nicht gerade böse drum. So, da haben wir einen Stein. Da war nichts drin. Da ist auch nichts drin. Oh, da sind die schönen Äpfel. Die Spülung funktioniert nicht. Gut, dann gehe ich mal schnell zum... Oder gehe ich erstmal nach oben? Ich gucke mal aufs Brett. Gut, also denke ich mal, oben werden wir noch einen Stein finden müssen. Da ist er. Ich weiß immer gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll, ey. Sich hier was verändert. Da ist ein Brief. Mit wem spielst du überhaupt? Okay. War gerade ein bisschen hakelig da in dem Zimmer. Gut, dann schaue ich mir nochmal hier hinten um. Hier ist es wieder hakelig. Warum auch immer. Okay. Das Kinderzimmer ist komplett verwüstet. So, der Raum hier ist neu. Damit sind wir wieder in der Küche. Okay. Hallo? Kann ich mich nochmal hinhocken? Nö. Da sind zwei Bilder drin. Kann ich aber nicht nehmen und auch nicht anfassen. Einen zweiten Gegenstand. Das sieht aus wie ein Gewicht. Alter.
So, das Gewicht werde ich mal hier raufpacken. Okay. Das war ein Rätsel. Clever kombiniert, Sherlock. Lock. Okay, die Treppe ist kaputt. So, da ist neu. Dieses Bild mit diesem... Ach, keine Ahnung, Baby... behaartem Baby irgendwas. Okay. Ich bin dezent verwirrt, merkt man vielleicht auch. So, jetzt müssen wir bestimmt hier wieder einen Damestein finden. Da ist er, oder? Nee. Wir hören ein Piano im Hintergrund. Guck mal, wo das herkommt. Hier komme ich überall nicht mehr lang, würde ich sagen. Rollstuhl. Okay. Und wir sind wieder im Staffeleiraum. Und wir fügen das Auge hinzu. Yes, that's it. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. So close! This time, I almost had it! Was? So, Kinderzimmer, alles sieht normal aus. So, hier ist ein Zimmer mit den vermeintlich missglückten Bildern unserer Frau. Unser Arbeitszimmer total verwüstet. Und ich muss niesen. Entschuldigung, ich hoffe, das war nicht zu laut, aber ich werde es eh rausschneiden. Ist das schon das Ende?
Ein Schlüssel. Was zu lesen. Liebste Gemahlin, ich weiß, dass die letzten Monate verheerend gewesen sind. Ich weiß, dass ich unterstützender hätte sein sollen. Fürsorglicher, selbstloser. Ich kann einige der Dinge, die du zu mir gesagt hast, immer noch nicht glauben. Wahrscheinlich war ich einfach nie dazu bestimmt, ein großartiger Ehemann oder Vater zu sein. Ich dachte auch, dass ich ein großartiger Künstler sein könnte. Aber auch dieser Traum ist ausgeträumt. In seiner Anwesenheit werde ich mein Bestes geben, um dich mit all der Liebe und dem Mitgefühl zu behandeln, die du verdienst. Du bist die Liebe meines Lebens, meine Muse. Du wirst diesen Brief niemals lesen. Es tut mir so leid. Okay, die Musik ist auch aus. Geschmolzenes Telefon. Und wir haben einen Schlüssel. Frage ist, für was? Das Schlafzimmer mit dem Grammophon. Okay, ich kann dran drehen. Aber ich finde hier keine Schallplatte. Ich kann es ja mal so versuchen. Okay. Dann bin ich mal gespannt, wo ich den Schlüssel benutzen kann. Gehe mal nach unten. Ich glaube, hier oben habe ich alle Zimmer. So, da ist die Eingangshalle. Der Esstisch ist komplett kaputt. Die Truhe ist leer. Da waren am Anfang, glaube ich, unsere ganzen zusammengerollten Bilder drin. Hier konnte ich den Schlüssel benutzen. Ich gucke aber erstmal hier. Das müsste die... Ich dachte, das wäre die Abstellkammer. Ist aber der Weg in den Keller. So, was haben wir hier? Das ist ein Badezimmer. Kennen wir auch. Hat sich nicht großartig verändert. Die Kaminecke. Die Küche. Okay. Eine Abstellkammer mit mehreren Duftbäumen oder was auch immer das sein soll. Haben wir da jemanden eingemauert? Dieses Spiel verwirrt mich. Uiuiuiui. So. Ich gucke mal in die Eingangshalle nochmal zurück. Okay. Die Tür ist verrammelt und hier liegt noch ein Brief. Sehr geehrter Herr. Dies ist eine Zahlungserinnerung, da Ihre Zahlung seit dem 26. Januar diesen Jahres überfällig ist. Anbei finden Sie eine Abrechnung für Ihre Unterlagen. Aufgrund Ihres Zahlungsverzugs wurde Ihre Bestellung storniert. Wir bitten Sie, die Zahlung innerhalb der nächsten 7 Tage vorzunehmen. Sollten Sie nicht in der Lage sein, eine vollständige Zahlung zu leisten, bitten wir Sie darum, uns zwecks einer neuen Zahlungsvereinbarung, die für beide Seiten akzeptabel ist, zu kontaktieren. Sollten Sie unserer Forderung nicht nachkommen, sehen wir uns dazu gezwungen, rechtliche Schritte gegen Sie zu ergreifen. Mit besten Grüßen, Ronald Wilkins. Zahlungsverzug. So. Das Baby. Das hat sich aber auch verändert, weil hier lag, glaube ich, am Anfang noch so eine Hutschachtel mit einem Maulkorb. Gut, ich gucke mal. Das wird unser Arbeitszimmer sein hier. Was ich aber irgendwie nicht aufkriege, also gehe ich mal in den Keller. Oh, eine Lampe, die ist aus. Eine Kiste. Keine Musik. Keine Geräusche.
Und wie ich sehe, auch kein Durchkommen. Okay. Gut, dann gehe ich wieder nach oben. Gucken, ob ich das Zimmer da doch aufbekomme. Oder ob ich noch irgendwas brauche. Okay, jetzt geht's auf. Unser Arbeitszimmer. Okay, ich komme nicht zurück. Auf der Staffelei fehlt das Bild. Die Kisten sind leer. Es ist Licht angegangen. Ich drehe mich mal vorsichtig um. Okay. So, hier finden wir die ganzen Zeichnungen, die wir gefunden haben. Okay. Dann lichten wir mal den Vorhang. Was? Also im Endeffekt war wieder dieses Anfangsstrichding da auf der Leinwand. Und an sich bin ich jetzt total verwirrt. Unsere Frau ist verbrannt. Ist die in dem Einkaufszentrum verbrannt? Sind wir dafür verantwortlich? Haben wir irgendwas angezündet, weil wir die Ratten loswerden wollten und... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Klärt mich auf bitte in den Kommentaren. An sich, das Spiel war sehr geil, ohne Frage. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich immer so viele Lücken gelassen habe zwischen den einzelnen Aufnahmen, dass ich wahrscheinlich die ersten Teile schon wieder vergessen habe, um was es da so wirklich ging. Muss ich mich nochmal schlau machen. Gut, das war Layers of Fear. Ich lasse die Credits wie immer durchdudeln und bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr hattet, auch wenn es nur ein bisschen Spaß war, an diesem Let's Play. Alles klar, dann sehen wir uns im nächsten Projekt und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Vielen Dank nochmal fürs Zusehen und ciao, ciao.